Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Outlaws, die Gesetzlosen für den PC. Dritter Teil und wir sind noch im dritten Level. Weiß nicht, ob es so weitergeführt wird, dass pro Level halt eben eine Folge ist, aber zurzeit ist so. Und in Teil 2 haben wir die Stadt Sanctuary durchkämmt und haben diesen einen Mexikaner getroffen. Der hat uns auch einige Male getroffen und in die Jagdgründe geschickt, aber zum Schluss haben wir das gleiche mit ihm auch gemacht. Und im Endeffekt sind wir jetzt da auf einem Zug. Wo der hinfährt, weiß ich jetzt gar nicht, aber ist wurscht. Dort versuchen wir halt eben unsere Tochter zu retten und machen wir einfach weiter. So, aber jetzt. Für die Schrotflinte gibt es natürlich keine zweite Schussvariante, weil du kannst nur abdrücken und feuern. Ah, ist das... Na, das war wieder normale. Ich glaube, das ist die doppelschüssige. Stahlschlüssel. Eisenschlüssel. Okay. Dum, dum, dum. Ich versuch's. Ich werde schauen, dass ich jetzt ein bisschen vermehrt mit der Schrotflinte kämpfen werde. Ist zwar nicht... Also auf nahe ist überhaupt eine super Waffe, aber eben mit dem Einmalschießen. So, da haben wir auch gleich einmal einen von den Schlüsseln. Das ist der Eisenschlüssel. Ist so lustig, ich kann das nämlich oben links fast gar nicht lesen wegen Fraps. Ah, da haben wir jetzt die kleine oder abgeschnittene Schrotflinte. Das ist die 6, okay. Gehen wir gleich einmal zurück. Ja, wenn ich den normalen, mit dem normalen Schuss betätige, dann schieße ich beide auf einmal ab. Stahlschlüssel. Also die ist wirklich nur auf ganz kurze Distanz, ist die gut. Boah. Recht spät geschossen. Bitte, was soll das? Na jetzt endlich. Immer nachschauen. Vielleicht zufällig irgendjemand am Dach steht. So, mal kurz unten schauen, da haben wir Heilung, Heilung, Heilung. Ah, da ist der Schlüssel. Ja. So, das ist der Stahlschlüssel. Gehen wir mal kurz zurück und schauen mal nach. Missing. Ah!
So. Kurz speichern. Gut, bevor ich mir jetzt da wieder mit dem Erste-Hilfe-Koffer da jetzt helfe. Ups. Na, auf der vorderen Seite, da war es genau. Und da war's. So. Fast, also an sich sind wir voll laut den Zeichen, aber ein bisschen was fehlt noch. Wenn wir noch eine Feldflasche finden würden, könnte man sicher aufnehmen. Dann nur kurz geschaut, ob ich hier aufnehmen, also Aufnahme gedrückt habe. Sicherheitshalber einmal nachschießen, man weiß ja nie. Ah, Messer geschossen. Ich werde mal speichern wieder. Kann ja nie schaden. Sinnvoll, interessant. Eine Stange Dynamit. Da ist auch nichts. Gut. Ist ja wurscht, das ist irgendwie mein. Auf jeden Fall müssen wir aufpassen. Der Herr ist geflogen. Thank you.
No. Ein Schlüssel. Sehr gut. Das Elixier brauchen wir nicht. Im Endeffekt, glaube ich, kriegen wir da eh jetzt nur so Munition und so. Ah, Brecheisen, sehr gut. Ich weiß nur jetzt nicht genau, für was wir das brauchen. Das war's. Also nicht tauchen, ne? Dann halt nicht. Kurz speichern. Ich hab schon geglaubt, der killt mich jetzt mit dem Anschuss. Boah. Ich muss ehrlich zugeben, vor denen, also es gibt ein paar von den Gegnerklassen, vor denen ich Schiss habe. Das sind einmal die halt eben alle mit den Doppelten. Also der mit dem roten Hemd, dann die zwei. Und der mit der Schrotflinte, den mag ich auch nicht. Da war kein zweiter drinnen. Ich möchte mir jetzt nicht unbedingt die Arzttasche dafür verwenden. Ist da das Elixier? Genau. Schaut die Welt schon wieder anders aus, ne? War ja nur einer drinnen. Yep, ich bin da drüben. Aber wir werden gleich nochmal speichern. Weil ja, das kann. Ein letzter Wunsch? Ein Sterbender hat immer einen letzten Wunsch. Du bist angeschlagen, Rotheit! Bisschen Schutz. Die wollen meine Ruhe lassen. Sarah!
speichern einmal kurz. Das ist auch so eine wunderschöne Musik. Gut, ich werde nur den Anfang kurz spielen von dem Level, weil es ist nicht allzu lang geworden, die Folge. Sehr schön instrumental und nachher singt dann auch noch eine Frau. Und wirklich passend zu dem Level, weil es ja majestätisch so ein bisschen ist, der Canyon. Die spiele ich kurz nach. Ach Gott, so blöd. Ja. Schon wieder gemacht. Muss dann mal wieder vergessen, die Sachen aufzuheben.
Speichern. Dadurch, dass die Musik auch zu einem schönen Ende gekommen ist, will ich einfach mal sagen, ja, das war's für Teil 3. Wir sind jetzt da im Level 4 zwar schon, aber egal. Ja, und beim nächsten Mal machen wir da weiter, wo wir jetzt heute aufgehört haben. Ich hoffe, euch hat diese Folge ebenfalls gefallen von Outlaws. Das war jetzt Teil 3, die Gesetzlosen für PC. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr die Folge sehen solltet. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Baba, Mensch bleiben.